Einen wunderschönen Donnerstagabend Ihnen allen. Hier ist RonTV, Ihre Regionalnachrichten. Und Silke Beikert hat die heutige Sendung zusammengestellt. Die weder viel mit Corona zu tun hat nach den Vorfällen in der Fleischfabrik Tönjes in Gütersloh, haben ja viele wieder Sorge, dass Corona wieder da ist, hat auch Auswirkungen auf die Hotelbranche in Baden-Württemberg. Wir haben mit einer Hotelierfrau in Heidelberg gesprochen. Und heute wäre eigentlich auch der Firmenlauf in Mannheim. Der findet natürlich auch nicht statt, aber die Veranstalter haben sich eine Alternative überlegt, über die wir sprechen, jetzt und mehr bei Ron. Ja, nun hat Corona auch die Politik in Rheinland-Pfalz erreicht. Aufgrund eines positiven Tests einer Abgeordneten musste heute die Plenarsitzung kurzfristig abgesagt werden. Und es ist auch eine Quarantänepflicht für die Menschen aus Corona-Risikogebieten erlassen worden. Und auch Baden-Württemberg reagiert auf die Entwicklungen in beispielsweise Nordrhein-Westfalen. Wie genau, das zeigen Ihnen jetzt Paul Volkert und Lena Wolny. Es ist eine echte Schreckensnachricht. Gerade noch dachten wir, dass zumindest die schlimmste Corona-Zeit überstanden ist. Und nun das. Der Corona-Ausbruch in Gütersloh beim Fleischriesen Tönjes führt ganz Deutschland zurück in den Corona-Krisenmodus. Baden-Württemberg macht jetzt kurzen Prozess. Ein Beherbergungsverbot für Besucher aus einer Stadt oder einem Landkreis mit erhöhtem Infektionsgeschehen ist jetzt beschlossene Sache. Doch was heißt das für unsere Hoteliers in der Region? Wenn ich eine Anfrage aus Gütersloh bekomme, dass ich die eben nicht annehme, außer die haben wohl ein Attest. Und wenn das von dem Arzt bestätigt ist, dass sie nichts haben, dann darf ich die auch aufnehmen. Aber ich würde natürlich dementsprechend gleich die Gäste eigentlich eher darauf hinweisen, dass sie nicht reisen dürfen. Weil ich möchte auch nicht, dass wir in Gefahr kommen. Die größte Angst der Hotel- und Gaststättenbranche ist, dass sie wieder komplett für Urlauber schließen müssen. Zweiter Lockdown bedeutet für mich genau das gleiche Situation umgehen wie damals, dass ich auch für die Geschäftsreisen habe ich damals offen gelassen, konnte dadurch meine generellen Kosten ein wenig reduzieren. Was ich ehrlich sagen muss, würde ich genauso wieder handhaben. Doch nicht alle Hoteliers blicken so gelassen in die Zukunft. Viele bangen schon jetzt um ihre Existenz. Entspannter scheint dafür ein Teil der Bevölkerung in der Region zu sein. Seit Einführung der ersten baden-württembergischen Corona-Verordnung sind in der Kurpfalz mehrere tausend Verstöße gegen die Sicherheitsregeln angezeigt worden. In Mannheim sind nach Angaben der Stadt bislang rund 1800 Anzeigen eingegangen. Sind wir also zu nachlässig geworden, wenn es um die Corona-Verordnungen geht? Nee, ich finde, das hat schon nachgelassen. Es gibt welche, die achten da sehr drauf. Aber die meisten halten also keinen Abstand mehr. Ich glaube, man vergisst das einfach auch. Man hat das Gefühl, es ist wieder viel mehr Tourismus da. Und die Leute vernachlässigen das ein bisschen mit dem Abstand. Aber jetzt wird wieder langsam, kommt bei mir langsam die Angst hoch, dass eine zweite Welle kommt. Genau diese zweite Welle halten auch Experten für möglich und schließen deshalb auch einen weiteren Lockdown nicht aus. Deshalb gilt weiterhin, halten Sie sich an die geltenden Corona-Auflagen, denn nur dann können wir vielleicht schon bald wieder deutschlandweit unbeschwert in den Sommerurlaub fahren. Mit Vollgas durchs Internet, so wie auf diesem Bild hier, das wollen sicherlich die meisten von uns. Aber das hat jetzt wahrscheinlich auch der eine oder andere während der Beschränkungen festgestellt. Mancher Anbieter hält nicht gerade das, was er verspricht. Die Verbraucherzentrale Ludwigshafen hat nun einen Test zur Internetgeschwindigkeit gemacht. Maximilian Peter mit teils ernüchternden Ergebnissen. Das World Wide Web und seine unendlichen Weiten. Hier chatten, da Musik hören, dort gemütlich eine Serie streamen. Doch dann das. Das Internet ist zu langsam, die Seiten bauen sich nicht richtig auf. Noch schlimmer, fast täglich bricht die ganze Internetverbindung sogar ab. Für Sarah Wagner ist das ein wahres Ärgernis. Im Alltag ist es vor allem die zwei Punkte, dass mein Mann, wenn er im Homeoffice ist und dann aus Calls rausfliegt oder auch keine E-Mails versenden kann, ist das natürlich irgendwie der Worst Case. Und das andere privater Natur, wenn wir abends den Abend ausklingen lassen möchten und die Kinder gespannt auf dem Sofa sitzen und Sandmännchen gucken wollen und dann geht die Internetverbindung nicht mehr, der TV ist schwarz und Fehlerbild, das ist richtig ärgerlich. Langsame oder abbrechende Internetverbindung, kein Einzelfall. Es ist eigentlich allgemein ziemlich unterirdisch, was man hier halt so bekommt. Ich komme aus dem Odenwald und ich glaube, eigentlich hätten wir, was ist das, 50, kann das sein? Aber allerhöchstens kommen 16 bei uns an. Ist sehr langsam, gerade beim Upload ist es eine Katastrophe, wenn man irgendwas auf der Cloud speichern will.
ist fürchterlich. Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz hat die Internetgeschwindigkeit in rund 185 Haushalten getestet. Nur in etwas mehr als 20% der Fälle wurde die vertraglich vereinbarte Geschwindigkeit erreicht. Optimal wäre natürlich das, dass der Verbraucher das bekommt, was er im Vertrag auch zugesichert bekommt. Das ist leider nicht immer so. Die Kollegen haben berichtet, ein Ergebnis ist, da wurde eine 100 Mbit Leitung versprochen und es kam 18 Mbit beim Verbraucher an. Und das ist natürlich schon eine eklatante Differenz. Bei schlechter oder langsamer Internetverbindung kann der Verbraucher jedoch was tun. Ich muss es schwarz auf weiß haben, um einfach da, sage ich mal, Nachweise zu bringen. Wenn dem tatsächlich so ist, dann muss ich versuchen, mit dem Anbieter in Kontakt zu treten. Ein Brief ist da schon mal nicht von Nachteil. Und dann muss man sehen, läuft es nachher auf eine Kündigung hinaus oder eine Minderung? Das heißt, dass ich einen Teil des Geldes einbehalte oder zurückerstattet bekomme, weil vielleicht kurzzeitig ein technischer Fehler vorlag. Aber das sind Dinge, die im Einzelnen dann geprüft werden müssen. Die Messungen der Verbraucherzentrale bestätigen, der technische Ausbau muss her. Außerdem hat der Bundesverband der Verbraucher vorgeschlagen, kürzere Internetvertragslaufzeiten von beispielsweise 6 Monaten einzuführen. Sarah Wagners Geduld ist mittlerweile jedoch am Ende. Die Konsequenz ist, dass ich die Kündigung geschrieben habe bei dem Anbieter und wir werden schauen, dass wir auf Glasfaserkabel umsteigen, damit wir eine sichere Internetgeschwindigkeit haben. Im Gesamtvergleich haben rund 19 europäische Länder schnelleres Internet als wir. Da wirft man schon mal seine Box in den nächsten Schrank und fragt sich, wäre Auswandern nicht eine gute Alternative? Schnelles Internet, das wünschen sich die Nutzer und damit es auch im Rhein-Neckar-Kreis funktioniert, dafür ist unter anderem Thomas Häusel zuständig. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Also, wo sind denn die Faktoren? Woran kann das auch manchmal klemmen? Wie geht es im Rhein-Neckar-Kreis voran? Also das liegt natürlich auch an den Kapazitäten, sowohl hier bei uns beim Zweckverband als auch bei den beteiligten Institutionen. Das fängt an bei den Baubüros, bei den Ingenieurbüros, bei den Förderstellen. Da müssen mehrere Rädchen ineinander greifen und das dauert einfach seine Zeit. Zumal bei der Planung dieser Strecken auch der Teufel sehr oft im Detail steckt und die Strecken wirklich sehr sorgfältig geplant werden müssen. Wie geht es denn grundsätzlich voran? Ich meine, gerade im Odenwald gibt es den einen oder anderen Haushalt, der halt immer noch nicht mit schnellem Internet versorgt ist. Inwiefern müssen die sich gegebenenfalls auch noch teilweise in Geduld üben? Wir haben seit 2015 bereits 400 Kilometer Backbone-Leitungen verlegt. Das ist natürlich die Voraussetzung, um erst einmal die einzelnen Kommunen und damit auch den Bürger zu erreichen. Erst wenn der Backbone steht, dann können wir daran gehen, die Verteilnetze in den Orten auch aufzubauen. Und wir sind jetzt gerade bei dem Punkt, dass wir begonnen haben, die ersten Gewerbegebiete und auch die innerörtlichen Lagen zu erschließen. Das wird sich noch über Jahre Dinge strecken. Wir sind ja wirklich in einem Marathonlauf, das ist kein Sprint. Marathonlauf gibt es da ungefähr, Sie haben schon gesagt, Jahre kann das auch noch dauern, also ungefähr einen Zeitplan, bis wann, sagen wir mal, vielleicht sogar jeder Haushalt erschlossen sein könnte? Wir haben damals vor 5 Jahren gesagt, dass wir mindestens bis 2025 brauchen. Wir sind heute schon vorneweg bei 2030 und was weiter in die Zukunft geht, ist heute seriös noch gar nicht vorherzusagen. Zumal sich auch doch von Zeit zu Zeit die Förderbedingungen, die Förderlandschaft durch die Maßnahmen vom Bund, vom Land und auch von der EU doch auch ändern. Sicherlich kann man sich ja vorstellen, dass der ein oder andere Bürger so nach und nach ja gerne auch mal nachfragt, na, wann ist es denn endlich soweit? Gibt es denn auch so etwas wie einen Rechtsanspruch auf schnelles Internet? Wie sind denn da die Grundgegebenheiten? Den Rechtsanspruch, den gibt es nicht. Es wäre auch fraglich, gegen wen über ich das durchsetzen soll. Das kann nicht die Kommune sein, weil die dafür nicht verantwortlich ist. Das ist nicht der Netzbetreiber, weil der natürlich nicht gezwungen werden kann, hier zu investieren. Also ich persönlich halte da nichts von und ich glaube auch nicht, dass das rechtlich so umsetzbar ist. Viele Bauvorhaben sind ja gerade auch durch die Corona-Krise ein bisschen ins Stocken geraten gekommen. Mussten Sie da auch etwas zurückstecken oder geht es weiterhin wie geplant voran? Wir hatten Gott sei Dank keinerlei Beschränkungen. Die Baufirmen konnten da auch dadurch, dass sie im Freien arbeiten, ohne wesentliche Beschränkungen weitermachen. Es gab auch wenig Ausfälle durch Materiallieferungen oder sowas. Also wir sind da durchaus im Plan, auch trotz Corona. Dann drücken wir die Daumen, dass es auch weiterhin so vorangeht. Man merkt ja zwischen uns, da funktioniert die Leitung. Es lief 1A. Hoffen wir auch, dass es bald mit allen Bürgern in der Metropolregion Rhein-Neckar, insbesondere im Rhein-Neckar-Kreis, dann ja auch bei Ihnen so funktioniert. Herr Häusel, haben Sie herzlichen Dank. Vielen Dank auch.
In Ludwigshafen hieß es heute für die Anwohner teilweise Fenster und Türen geschlossen halten. Grund war ein Brand auf einer Verwertungsanlage im Stadtteil Rhein-Gönnheim. Die App Katwan hatte auch Alarm geschlagen. Mittlerweile allerdings gibt es wieder Entwarnung. Die Feuerwehr hat den Brand gelöscht. Weitere Nachrichten aus der Metropolregion gibt es jetzt von Selina Koscher und Isabel Schuster. Rechtsstreit beendet. Im Konflikt um die zweite Rheinbrücke bei Karlsruhe haben sich Stadt, Land und Naturschützer auf einen Vergleich geeinigt. Dieser sieht unter anderem einen Geh- und Radweg vor, sowie ein neues ÖPNV-Konzept und verbesserten Naturschutz. Der endgültige Bau ist damit aber noch nicht gesichert. Auf rheinland-pfälzischer Seite versuchen Naturschützer weiterhin, das Projekt mit einer Klage zu stoppen. Mehr Staus durch Ferienbeginn. Der ADAC rechnet an diesem Wochenende mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen auf unseren Autobahnen. Der Grund: in 6 Bundesländern starten die Sommerferien. Und dieses Jahr steigen auch viele vom Flugzeug aufs Auto um. Und da rechnen wir eben damit, dass viele den Urlaub in den Nachbarregionen und Nachbarländern verbringen und dann eben vermehrt mit dem Auto unterwegs sind. Wichtig hierbei: Rettungsgasse bilden. Wer den linken Fahrstreifen befährt, fährt so weit wie möglich nach links. Autofahrer auf allen anderen Fahrstreifen weichen nach rechts aus. Bei Verstößen riskiert man mittlerweile ein Bußgeld von 200 Euro, einen Monat Fahrverbot und 2 Punkte in Flensburg. Inklusion an Schulen macht Fortschritte. So das Ergebnis einer Studie der Bertelsmann Stiftung. Im Schuljahr 2018-2019 wurden 36% aller Kinder und Jugendlichen mit Förderbedarf an allgemeinen Schulen unterrichtet. Vor 10 Jahren waren es nur rund 27%. Der Südwesten liegt bundesweit allerdings unter dem Durchschnitt. Eltern schulpflichtiger Kinder mit und ohne Beeinträchtigung plädieren nahezu alle für ein gemeinsames Lernen. Das zeigt eine für die Studie durchgeführte Befragung. Dies fördert die soziale Gerechtigkeit und den Kontakt zwischen den Schülern. Blicken wir auf das sportliche Geschehen, und da wird das jetzt so nach und nach richtig eng mit dem Aufstieg für den SV Waldhof Mannheim. Aufstieg in Richtung zweite Liga nach dem 0:2 gegen den FC Ingolstadt. Und das ist dann auch noch insofern ärgerlich, dass die Waldhöfer ja eigentlich oder vermeintlich in Führung gegangen wären, der Schiedsrichter dann aber diesen Treffer aberkannt hatte und es dann auch noch einen umstrittenen Elfmeter gegen Waldhof gab für die Führung von Ingolstadt. Und dem Trainer Bernhard Rares hatte das auch mal gar nicht gepasst. Der kassierte dann wegen Meckerns die rote Karte. Die Geldkarte hingegen zückt die TSG 1899 Hoffenheim, denn der Fußball-Bundesligist hat eine zweite Tranche aus dem Corona-Hilfspaket aus dem Hilfsfonds locker gemacht. Und nach eigenen Angaben soll insgesamt eine 6-stellige Summe an 60 Vereine aus der Rhein-Neckar-Region fließen. Und das Geld soll helfen, Engpässe zu überbrücken. Der Fonds speist sich unter anderem aus dem Gehaltsverzicht von Spielern, Trainern und Funktionären bzw. dem Management. Ja, und dann blicken wir auf eine Veranstaltung, die heute eigentlich gewesen wäre. Die 5. Auflage des Firmenlaufs in Mannheim, des Bauhaus Firmenlaufs. Ja, und der Veranstalter, der hätte dann auch mit 4.500 Läuferinnen und Läufern in der Innenstadt gerechnet. Aber das Leben ist nun mal kein Konjunktiv momentan. Kann weder die Laufveranstaltung noch Feiern stattfinden. Und deshalb hat der Organisator eine Social-Media-Aktion gestartet. Seit heute Morgen um 9 Uhr postet er auf seinen Kanälen Bilder und kleine Videosequenzen unter dem Motto: Was wäre, wenn, um so dennoch Firmenlauf-Feeling ins Wohnzimmer zu transportieren. Also einfach mal reinschauen. Und wir sprechen mit Ralf Niedermeyer, dem geschäftsführenden Gesellschafter von N plus Sport, also dem Veranstalter dieser Laufreihe. Jetzt ist natürlich die Frage, was überwiegt? Freude über die gelungene Veranstaltung heute, die digitale, oder Wehmut, dass es nicht im klassischen Sinne stattfinden kann? Ja, da überwiegt schon die Wehmut. Was wir heute machen, ist ja nur ein bisschen Warm-up für den richtigen Lauf. Ja, heute wäre der Veranstaltungstag des Bauhaus gewesen. Der DM-Firmenlauf in Landau ist ja schon vor 5 Wochen ausgefallen sozusagen und wurde verschoben. Also im Moment überwiegt schon die Wehmut und die Ungewissheit, aber wir sind noch frohen Mutes, dass da vielleicht noch was geht. Was könnte denn noch gehen? Wie ist denn da der Blick in die Zukunft, in die nächsten Wochen bzw. Monate? Ja, wir planen auf jeden Fall im Oktober in Mannheim ein Event zu haben. Gerne natürlich physisch. Das wird nicht ein Firmenlauf sein können, wie wir ihn aus den letzten Jahren kennen. Wir müssen Abstandsregeln einhalten. Wir können vielleicht auch noch weniger Leute
auf die Strecke schicken. Aber parallel soll es auf jeden Fall auch eine virtuelle Mitlaufmöglichkeit geben. Wir haben eine tolle App, mit der das auch richtig viel Spaß macht. Das ist eigentlich unsere Grundvorstellung. Im schlimmsten Fall wird es dann nur der virtuelle Lauf, aber ganz auf den diesjährigen Bauhausfirmenlauf muss man also nicht. Ja, Not macht ja erfinderisch, das hat man ja in dieser Corona-Zeit dann doch gemerkt. Also dieses virtuelle Modell, das passt dann auch ganz gut in mögliche zukünftige Veranstaltungen, habe ich so jetzt rausgehört. Ja, absolut. Wir haben das neulich auch mal getestet, so mit 20, 25 Kollegen und Freunden und hatten eigentlich einen Mordsspaß. Man bekommt dann ständig motivierende Nachrichten aufs Ohr. Man hat ein Live-Tracking, weiß, wo man sich im Lauf befindet. Man bekommt auch die Szenerie beschrieben. Also jetzt laufen wir am Hans-Reschke-Ufer entlang unterm Fernsehturm durch. Also das ist schon ganz lustig und das ist so ein bisschen Live 2.0 oder Corona-Live. Hauptsache Bewegung ist gegeben. Also heute wäre der Bauhausfirmenlauf in Mannheim. Ralf Niedermeyer, haben Sie herzlichen Dank. Sehr gerne. Wir machen eine kurze Unterbrechung und sind gleich wieder für Sie da mit den Veranstaltungstipps. Da sind wir wieder bei Ron. Und während der Corona-Beschränkungen, da war das ja auch ein bisschen schwierig mit den Veranstaltungstipps. Aber nach und nach nimmt unsere Region auch da wieder an Fahrt auf. Und Olivia Coppius hat ein paar schöne Tipps für Sie gefunden fürs Wochenende. Meine Kollegin Olivia war natürlich direkt Feuer und Flamme, als sie gehört hat, dass sie mit Ponys spazieren gehen darf. Auch wenn es hier ehrlicherweise so aussieht, als würde das Pony mit Olivia spazieren gehen. Aber dazu später mehr. Für unseren ersten Tipp geht es in den Kurpark nach Bad Dürkheim und zum Gradierwerk. Hier kann man durch die Führung von der Salzgewinnung zum Kurbad nicht nur an der Saline lang flanieren, sondern auch noch so einiges über die Salzgewinnung lernen. Gästeführer Rolf Jochum weiß mehr. Es ist eine Führung, die nicht nur zum Thema Salz geht, sondern vor allen Dingen auch die Entwicklung der Kur hier in Bad Dürkheim aufzeigt. Begonnen hat alles mit der Salzgewinnung, deswegen spielt natürlich das Gradierwerk, was wir hier haben, eine zentrale Rolle. Und ganz nebenbei bemerkt, bei dem 333 Meter langen Gradierwerk handelt es sich um das längste noch aktive in Deutschland. Wer sich jetzt fragt, was zur Hölle ist ein Gradierwerk, kurz runtergebrochen. Ein Konstrukt aus Holz und Reisig, durch das Sohle, also extrem salzhaltiges Wasser geleitet wird. Das Wasser verdampft durch die Sonne und zurück bleibt Salz. Mehr davon können Sie am Freitag um 16.30 Uhr bei der Führung durch den Kurpark und das Gradierwerk lernen und dabei Meeresklima mitten in Bad Dürkheim einatmen. Ach, damit geht's weiter nach Mannheim. Wer bei dem tollen Sommerwetter auch am allerliebsten mit dem Fahrrad unterwegs ist, der sollte vorher unbedingt checken lassen, ob auch alles funktioniert. Das können Sie kostenlos am Wochenende in Mannheim am Colinisteg. Ich habe mein Fahrrad jetzt schon mal dabei und lasse jetzt von Radprofis checken, ob alles sicher ist. In der Werkstatt des Radcheck-Teams trifft Olivia Nico Netzer. Er zeigt ihr, was am Wochenende alles genauer unter die Lupe genommen wird. Wir checken diese durch, das heißt, wir hängen die in einen Fahrradmontageständer, dann testen wir alle Funktionen, schauen nach den Bremsen, schauen, wie die Belege sind, schauen nach den Reifen, pumpen die Reifen auf, ölen die Kette, stellen Schaltungen ein und ganz wichtig, machen halt einen Sicherheitscheck, dass wenn irgendetwas an dem Fahrrad zu bemängeln ist, wir das den Leuten sagen und sie damit dann in ihren Radladen gehen können und das reparieren lassen. Wenn Sie vor der nächsten Fahrradtour noch einmal einen Sicherheitscheck machen möchten, dann einfach freitags von 13 bis 18 Uhr und samstags von 11 bis 16 Uhr sein Fahrrad am Colinisteg Höhe Colini Center kostenlos checken lassen. So, unser Fahrrad ist gecheckt und fahrtüchtig und jetzt geht's weiter zum nächsten Tipp. Für diesen geht es nach Musbach, genauer gesagt auf das Weingut Schwarztrauber. Hier trifft Olivia die Ponys Lotta und Tante Bell und natürlich Mama Anke Geiselmann. Anke Geiselmann bietet regelmäßig Touren durch die schöne Weinlandschaft der Pfalz an, unter dem Motto Wandern im lebendigen Takt der Ponyhufen. Wir sind quasi bewusst mit unseren Ponys zu Fuß unterwegs, das heißt wir reiten nicht, wir gehen tatsächlich Pony wandern. Das heißt, hier bei den beiden Ausflugsassistentinnen begleiten die Touren und bringen sozusagen Mensch und Natur in einer ganz entspannten Begegnung zueinander.
Noch schnell die tierischen Begleiter schick machen, Taschen packen, Wein nicht vergessen. Dann geht es los auf eine Wanderung quer durch das Anbaugebiet, bei der man noch so einiges über den Boden, das Klima und natürlich den Geschmack lernen kann. Den lernt jeder selbst bei der anschließenden Verkostung von 4 exklusiven Weinen auf dem Hof. Na dann, zum Wohl! Wer sein Fahrrad durchchecken lassen will, kann das Freitag von 13 bis 18 und Samstag von 11 bis 16 Uhr am Kulinisteg in Mannheim tun. Die jahrhundertealte Tradition der Salzgewinnung in Bad Dürkheim kann man am Freitag um 16.30 Uhr kennenlernen und dabei so richtig das salzige Meeresfeeling spüren und einatmen. Treffpunkt ist die Touristinfo, Kostenpunkt 1,50. Bei einer Ponywanderung am Samstag kann man nicht nur so einiges über die schönen Weinberge in Musbach lernen, sondern sich stets auf seine treuen Begleiter Ponydamen Lotta und Tante Bell verlassen. Los geht's um 10 Uhr am Bioland Weingut Schwarztrauber, Preis pro Person 25 Euro. Und wir hätten auch noch einen musikalischen Tipp für Sie und deshalb habe ich jetzt auch Verstärkung im Studio. Matthias Künn ist bei uns, Gitarrist des Musikprojekts Nice Surprise. In Ilvesheim, jetzt müssen Sie wahrscheinlich erstmal dem Zuschauer erklären, was genau hat es eigentlich damit auf sich? Ja, was ist Gartenzaunkonzert? Was soll das sein? Ja, durch Corona gibt es ja wenig Live-Mucke. Langsam kommt wieder ein bisschen, aber die letzten 3 Monate gab es gar nichts im Prinzip. Und es gibt diese Balkonkonzerte. Ich habe aber keinen Balkon, aber ich habe einen Gartenzaun. Und da habe ich gedacht, okay, vielleicht kann man da was machen. Und das machen wir jetzt mittlerweile schon seit Ende März. Und das immer freitags nach Möglichkeit? Das ist fast durchgehend jeden Freitag um 18 Uhr. Morgen ist es wieder soweit. Und ja, das geht eine Stunde lang. Also soll auch nicht zu arg sein. Das ist für Nachbarn, für Freunde, für Leute, die zufällig vorbeikommen. Und das ist eine coole Sache, ja. Wer kommt denn da auf seine Kosten? Also welche Musikrichtung decken Sie ab? Alles. Also wir haben auch heute schön der Götterfunk mitgemacht. Wir machen R&B, wir machen mein kleiner grüner Kaktus, wir machen Rock. Von wegen Balkon, ne? Aber in dem Fall müssen wir im Garten sein. Fast immer, ja. Italo, weil wir haben auch eine italienische Sängerin am Start. Wir haben wechselnde Besetzungen. Also es sind ganz verschiedene Leute dabei, dass immer was Verschiedenes ist. Und das Publikum ist auch sehr gemischt. Wechselnde Besetzung, wie kommt das dann zustande? Also ist es dann immer volatil? Willst du mitmachen? Kannst du mitmachen? Ja, so ungefähr. Ich bin ja mal im Checken. Also wir sind eine große Musik-Community, kann man sagen, so in Ilvesheim, Seckenheim. Da gibt es in Seckenheim gibt's ein paar Lühkeller, vielleicht kennst du einen oder andere. Badischer Hof. Und da haben wir uns so kennengelernt. Das sind so 20, 30 Leute mittlerweile oder noch mehr. Und da kennt immer noch einer jemand, der doch noch ein Lied kann und noch mal Bass spielt oder trommelt oder weiß der Geier was. Und, ja. Generieren Sie damit auch Einnahmen? Ich meine, das ist natürlich auch so ein Punkt jetzt gerade in der Corona-Pause. Künstler, die da haben ja wirklich. Ja, wir haben das am Anfang ganz for free gemacht, weil wir dachten, naja, wir machen das so und wir hocken uns dahin und machen den Leuten eine Freude. Und ich fand es aber schön, dass Publikum auf uns zukam und nicht wir, sondern die kamen und sagt, stellt doch einen Hut hin, wir schmeißen was rein. Und das fand ich ziemlich cool, weil nicht die Haltung da war, so nach dem Motto, ich zahle nichts oder so, ist ja for free. Wir kriegen, ja, die schmeißen Zehner rein oder wir kriegen eine Flasche Wein, Blumenstrauß und das ist toll. Wie geht's damit jetzt weiter? Ja, da sind wir jetzt gerade dran, das ein bisschen größer zu machen, was Corona zulässt. Wir sind da, naja, so viel kann ich noch nicht verraten, also das wird irgendwann aufhören, die Gartenzaun-Sachen. Aber morgen ja auf jeden Fall noch nicht. Ja, morgen ist ja noch, vorbeikommen. Machen wir noch. Und dann hoffen wir, dass wir zum Beispiel vielleicht im Beachclub mal was machen können. Also draußen auf jeden Fall Open Air. Bei dem Wetter passt ja und mit Corona sowieso auch. Wenn jetzt morgen zu viele Leute sagen würden, da komme ich vorbei, wie ist es denn da in Sachen Platz? Also wir haben aktuell so pro Veranstaltung 50, 60 Leute auf dem Platz. Wir Musiker sind hinterm Gartenzaun, also die Kernband, so mit 2-3 Meter Abstand. Davor ist ein Parkplatz, der verteilt sich schon mal. Und es ist eine große Kreuzung. Nachbarn sind im Balkon, hinter am Gartenzaun. Und da, ich kenne schon die Leute, wenn ich draußen stimme, steht schon oben einer auf dem Balkon. Es verteilt sich unheimlich. Wir hätten theoretisch Platz für 100, aber 50, 60 ist super. Wunderbar. Also auch eine schöne Aktion musikalisch. Matthias Köhn, haben Sie vielen herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Dankeschön. Und toi, toi, toi für morgen. Vor allem auch toi, 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 dass das Wetter mitspielt. Könnte ja sein, dass es eine Gewitterneigung gibt. Ja oder nein? Die Antwort darauf gibt es jetzt.
Morgen scheint erstmal überall kräftig die Sonne und nur wenige Wolken sind unterwegs. Denken Sie an ausreichend Sonnenschutz, denn die UV-Belastung ist weiterhin sehr hoch. Im Tagesverlauf beginnt es zu brodeln und es bilden sich einzelne, teils aber auch kräftige Gewitter. Nachts kühlt es nur wenig ab und tagsüber heizt uns die Junisonne kräftig ein. Die Luft fühlt sich dazu sehr drückend an. Die Temperaturen erreichen 27 bis 31 Grad. Am Samstag kracht es teilweise kräftig. Bei Starkregen, Hagel und Sturmböen drohen lokal Unwetter. Zwischendurch kommt aber auch die Sonne raus, bei maximal 28 Grad. Der Sonntag wird wieder freundlicher mit nur wenigen Schauern. Zum Wochenstart setzt sich sonniges und trockenes Wetter durch. Ein kräftiger Wind sorgt dann für Abkühlung. Was hat Kollegin Anna gerade im Wetter gesagt? Am Wochenende kracht es gewaltig. Ich hoffe, es kracht nicht so. Ja, das hätte passieren können. In Hockenheim, nämlich am Baggersee, hatten Pärchen, die da spazieren waren, eine Handgranate gefunden. Aus dem Bürgerkrieg im damaligen Jugoslawien. Puh, Wahnsinn, was da noch alles rumliegt. Also teilweise auch wirklich Augen auf, wo man hinläuft und sowas natürlich sofort melden. Absolut, damit das auch alles friedlich und heil ausgeht. Uns gibt's morgen wieder. Schönen Donnerstagabend noch. Tschüss.